Hallo Freunde, was geht ab? Willkommen heute wieder zurück zu einem weiteren Minecraft-Video. Und der Buddy ist natürlich auch mit dabei. Hallo Buddy, was geht ab? Liebe Leute, ich habe mir gedacht, wir haben jetzt schon extrem viele Abenteuer hinter uns. Wir waren jetzt auf dem Mond, wir waren auf verschiedenen Planeten, wir haben, keine Ahnung, auf irgendwelchen Lava-Plattformen versucht zu überleben. Wir haben gegen Bosse gekämpft, wir haben ein Hotelzimmer besucht mit den höchsten Sprüngtürmen der Welt. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Und ich habe mir gedacht, wir haben uns endlich mal eine Auszeit verdient. Und deswegen sind wir heute hier auf einer Luxusjacht, Leute. Ja, ich habe für den Buddy und mich einfach mal einen Urlaub gebucht. Und ich habe mir gedacht, das ist die perfekte Jahreszeit, um einfach mal in den Urlaub zu fahren und ein bisschen die Seele baumeln lassen, ein bisschen zu entspannen, ein kleines bisschen in der prallen Sonne, ein bisschen gebrutzelt werden wie ein Wiener Würstchen. Und Buddy, was ist denn dein Problem? Was ist denn los? Willst du uns sagen, was los ist? Da unten sind Fischis. Ja, du kannst ruhig da unten... Na, warte mal, Buddy, stopp. Wenn du fischen, wenn du wirklich... Nicht, Buddy, nicht auf mich zielen. Buddy, ziel die Fische wieder an. Buddy, wenn du wirklich dingsen willst, wenn du wirklich, fischen willst oder sowas, dann kannst du dir doch auch eine Angel basteln. Du hast doch... Ich hab dir doch eine Angel geschenkt, Buddy. Du hast doch hier vor kurzem Geburtstag. Ich hab dir doch eine... Buddy, ich hab dir doch eine Angel geschenkt, oder? Ich hab dir... Ja, genau. Und die Angel kannst du nehmen. Und mit dieser Angel kannst du dann Dings. Mit der Angel kannst du dann angeln gehen. Und jetzt hast du da unten schon die ganzen Fische getötet, indem du sie einfach mit einem Bogen abgeschossen hast. Weißt du, Buddy, wir sind hier nicht mehr im Mittelalter. Das brauchen wir nicht mehr zu machen. Wir sind kultivierte Menschen, okay? Liebe Leute, wie gesagt, wir haben uns jetzt endlich mal etwas gegönnt. Wir haben uns einen kleinen Urlaub gegönnt, ja, weil ihr wisst Bescheid, wir brauchen mal eine kurze Auszeit. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wer von euch alles dieses Jahr in Urlaub fährt oder wer nicht, wer irgendwie zu Hause ist und macht richtig entspanntes Schwimmbadurlaub. Ich weiß nicht, wer macht von euch entspannten Schwimmbadurlaub, Leute? Ihr wisst Bescheid. Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare oder wo ihr in den Urlaub fahrt. So, lieber Buddy, ich würde... Entspannst du dich gerade ein bisschen? Bräunst du dich ein kleines bisschen? Ja, damit du knackig braun wirst. Ja, Buddy, du bist nämlich schon ein sexy Typ, bist du. Woo, da bist du hier richtig schön knackig braun und dann lieben die Mädels... Ach, egal, komm, wir gehen jetzt einfach mal kurz rüber. Wir haben nämlich hier gerade angelegt, Leute. Das heißt, wir können eigentlich mal theoretischerweise rüber auf die Insel schwimmen und können dann mal gucken, weil da ist ein riesen Resort, dort ist noch ein riesen Hotel, Resort, Dingenskirchen und so weiter und so fort. Oh, guck mal, der Buddy schwimmt jetzt sogar schon rüber. Wir gehen mal kurz hier hinterher. So. Und zwar haben wir hier drüben nämlich schon ganz schön viel Zeugs. Da ist sogar schon ein Helikopterlandeplatz. Ich würde sagen, Buddy, wo bist du gerade? Buddy, hast du irgendwie Bock, ein bisschen Party zu machen oder so? Ich hätte schon Bock, ein bisschen abzufeiern und ein bisschen das Leben... Nicht? Willst du nicht Party machen? Willst du Party machen, ja? Party machen? Party machen ist cool, das macht Spaß. Aber kein Alkohol trinken, das ist nämlich nicht gut. Komm mit, wir gehen jetzt einfach mal kurz hier irgendwo, Alter, hier ist voll der riesen Helikopterplatz, aber hier müssen wir ein bisschen wegbleiben. Ich würde sagen, dass wir uns mal ein bisschen dieses Hotel hier anschauen, aber ich glaube sogar, dass das nicht das richtige Hotel... Ach so, nee, das ist gar kein Hotel, das hier soll, glaube ich, ein Restaurant oder sowas in der Art sein. So ein riesengroßes Restaurant. Und hier unten im Keller ist auch noch irgendwas. Oh, interessant. Buddy, hör auf, mich abzuschießen, sonst kriegst du nichts mehr zu essen. Okay, doch, du kriegst sowieso was zu essen. Aber hier unten sieht es auch mal ganz cool aus. Hier ist sogar ein Kinosaal mit Boxen. Dann haben wir hier auch noch irgendwas unten drin. Irgendwie so ein alter Crazy. Diese Stühle sehen mega cool aus. Aber ich bin zu klein für diesen Stuhl. Okay, cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das sieht so modern aus hier unten drin. Mega, mega fresh, Leute. Mega cool. Gucken wir mal ein bisschen weiter, was wir noch so haben. Und zwar haben wir dann hier, Buddy? Ich höre hier gerade einen Minecart, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der kleine Fratz hier ist. Buddy, wo bist du? Hä? Ich höre die ganz irgendwie in Minecart rumfahren. Ah, egal, Leute. Egal. Wir lassen uns davon nicht stören. Das ist auch mega cool. Ist übelst der krasse Tisch. Buddy! Wo bist du, Buddy? Ich weiß nicht, wo Buddy hin ist. Keine Ahnung. Aber ich würde sogar fast sagen, dass wir jetzt hier einfach mal zum... Ah, da bist du doch. Hallo, Buddy. Was geht? Wir wollten gerade zum nächsten Dingsbums gehen. Hier zum nächsten Resort. Oh, guck mal, da ist voll der große Truck. Aber hier hinten ist nämlich, glaube ich, auch unser Hotel sogar. Da können wir eigentlich mal kurz hingehen. Das ist doch gar nicht so weit weg hier. Ich glaube mal, das ist irgendwie wie so eine Art große Aula, Aufenthaltsraum. Sagt man dazu Aula? Ich habe keine Ahnung. So ein großer Aufenthaltsraum halt einfach, ne? Hier unten ist eine Garage. Das ist, glaube ich, auch nicht richtig. Aber wir könnten jetzt, glaube ich, theoretischerweise einfach mal hier rüber gehen. Und da sind dann sogar die Hotelräume, meine Damen und Herren. Ich bin wirklich gespannt, wie das da drin aussieht, weil es war schon ziemlich teuer, dass wir hier wohnen können jetzt die paar Tage. Ist es richtig, wenn ich nach hier oben gehe? Ja, ich kenne mich sehr gut aus. Juhu. Das hier ist das Dach.
Also ich denke mal nicht. Oh, hier oben kann man bestimmt eine dicke Party feiern. Aber man muss aufpassen, dass man hier nicht irgendwie runterfällt, Leute. Das, wenn ich so... Oh, ein Pool! Buddy, da ist ein Pool! Wollen wir Party machen? Wollen wir eine Strandpool-Party machen? Ich schmeiß mal kurz das Dings hier weg. So, Buddy, ich komme wieder runter. Wir machen jetzt gleich eine Strandpool-Party. Oh, Junge, das ist bestimmt richtig, richtig cool. So, hier runter, 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 runter. So, zack, hier mal die Tür zugemacht. Und ich glaube, hier ist sogar irgendwo der Eingang für unser Hotel. Moment, Leute, wir haben es gleich. Oh, hier ist es richtig. Oh, das ist mega nice. Oh, Buddy. Oh, Buddy, Buddy, Schlabi, Schlabi, die Buddy. Alter. Boah, hier ist es aber mega cool. Hier ist auch so ein Chill-Out-Room. Alter, mega cool. Buddy, was sagst du? Gefällt dir das, was ich hier gebucht habe? Das war auch richtig toll. Ich habe dafür ganze 20 Diamanten bezahlt. Oh, danke schön für die Oxygen Daisy. Das freut mich natürlich sehr. Wir können jetzt einfach mal hier eine kurze Poolparty feiern, indem wir mal zack, zack. Hier, nee, nicht mit der Angel. Buddy, komm her, wir machen eine Poolparty. Los geht's. Guck mal, da sind sogar noch so Schwimmreifen im Wasser. Und zack. Yeah. Ab geht's. Das ist eine krasse Party. Mega cool. Und Köpfe rein. Yeah. Ah, das tut endlich mal guten Buddy. Wo hast du den Trident her, Buddy? Warte mal. Wir machen mal kurz hier ein bisschen Pause. Buddy, sag mir mal bitte, sag mal den Zuschauern auch, wo hast du den Trident her gehabt? Wo hast du den her? Hast du den gerade gefunden? Oh, okay. Buddy hat anscheinend gerade irgendwie einen Trident gefunden. Oh. Wow. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, was ich dazu sagen soll. Also willst du nicht... Buddy, willst du nicht ein bisschen vorsichtig sein in dem, was du da tust? Ey, ich hab eine Idee, Komm mal mit. Wir könnten eigentlich da vorne die Schweine gerade abschmeißen. Komm her. Nimm mal Dings. Nimm mal den... Wo ist er hingeflogen, der Trident? Ah, da ist er. Okay, Buddy, warte. Wir machen mal so eine kleine Dings. Wir machen mal so eine kleine Sportwette, okay? Wir machen so eine kleine Sportwette. Und dann komm her. Und dann schmeißen wir den einfach mit einem Trident ab. Oder die Schweinchen einfach mit einem Trident, okay? Und wer trifft, der kriegt ein Eis ausgegeben, okay? Bist du bereit? Ich, warte. Wir müssen uns irgendwie so aufteilen. Ich gehe nach hier drüben. So. Mach ich das hier mal kurz weg. Und dann musst du werfen. In 3, 2, 1, los! Oh mein Gott! Ich hab getroffen, aber... das Schwein ist nicht gestorben. Warte mal, wir holen uns das Ding jetzt hier mal wieder kurz rüber. Das kannst du nicht aufheben, Buddy, weil das nämlich mein Trident ist. Und zack! Yeah! Wir haben jetzt... Buddy, wir waren heute Abend... Ja, los, tötet, mach das Schwein kaputt, los. Ja, nicht mit dem Bogen, Buddy. Du musst es schon mit dem Dings machen. Mit dem... Ja, genau, danke schön, vielen Dank. So, wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal was zu essen. Da können wir uns auf jeden Fall nochmal was Cooles zu essen braten. Und schaffst du es, Buddy, einfach von hier drüben... Guck mal, komm mal her. Schaffst du es von hier... Einfach mit Anschwung über die Dings zu laufen, über die Reifen. Schaffst du das? Mit Anschwung und dann über die Reifen springen. Und los! Yeah! Oha, Alter, ohne Probleme. Guck mal, jetzt bin ich. Und zack, 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 zack. Yeah! Ohne Probleme. Oh, lol, ich bin ins Wasser gefallen. Schaffst du es? Schaffst du es? Oh, oh, nein! Oh, nein! Alter, das ist unser Hotel, Buddy. Was? Was? Das ist mega krass. Also das, was wir uns jetzt die ganze Zeit angeguckt hatten, waren einfach nur so diese Attraktionen, was die hier in diesem Park haben. Aber das hier ist unser Hotel. Alter. Alter Freund. Hier geht's noch ein bisschen nach unten. Oh mein Gott. Was? Die haben sogar einen Sport... Was? Die haben eine Turnhalle hier, falls wir Sport machen wollen oder sowas. Junge, Junge, Junge. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Boah. Hier ist so eine Chill-Out-Lounge. Was? Wie krass ist das denn? Wie groß? Junge, wie wollen wir denn hier wohnen? Alter, das ist doch viel zu groß für zwei Leute, oder? Das ist doch gigantisch. Guck mal, da drüben ist sogar auch noch ein Resort. Alter. Junge, was geschieht hier? So viel... Ja, okay, gut. Also ich muss... Boah, dieser Pool hier ist noch größer. Boah. Ja, hätte er meinen Köpfer gemacht. Warte, ich mach das jetzt auch, Buddy. Achtung. Und Köpfer. Boom. Hast gesehen? Alter, mega crazy. Wahnsinn, Alter. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so riesengroß ist. Hier ist noch ein zweiter, hier ist noch so eine Art Tennisplatz oder so. Da sind Shrubs. Mega krass. Junge, das ist einfach unser Hotel hier. Guck mal, das hat sogar mehrere Zimmer. Das ist einmal das da, wo wir sind. Dann ist hier nochmal, hier sind nochmal zwei kleinere Zimmer. Alter.
Okay, Leute, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das ganze Ding hier findet. Und was mich auch noch interessiert, Leute, wie verbringt ihr euren Sommer? Das würde mich auch mal wirklich interessieren. Das habe ich jetzt schon zu Anfang der Folge gesagt. Schreibt mir doch mal gerne bitte in die Kommentare, wie ihr euren Sommer verbringt. Ob ihr in Urlaub fahrt, ob ihr nicht in Urlaub fahrt, ob ihr einfach nur zu Hause chillt. Aber bitte, Leute, ich hoffe, dass ihr auch mal rausgeht und nicht die ganze Zeit am PC sitzt. Ich hoffe es mal, Leute, weil Sommer ist nämlich die einzige Jahreszeit, wo man schwimmen gehen kann und wo es warm ist draußen. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen den Sommer gar nicht. Ich war früher auch so, muss ich sagen. Ich habe früher den Sommer auch nicht so dolle gemocht, weil es irgendwie so heiß ist und man schwitzt und man klebt so an der Bettdecke und das ist irgendwie nicht so cool. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mittlerweile den Sommer echt lieben gelernt, weil es ist schon eine tolle Jahreszeit. Wieso zur Hölle sind hier so viele Sachen kaputt gegangen? Ja. Da ist irgendwie so eine Art Boot oder sowas. Ich habe auch keine Ahnung, warum da ein Boot ist, Leute. Kein blassen Schimmer. Aber hier ist das zweite Hotelzimmer, nenne ich es mal. Kann man das Hotelzimmer nennen? Ich glaube schon. Ich denke schon. Das ist schon eine was? Das ist doch kein... Alter Freund. Junge, Junge, Junge. Das ist so ein gigantomatisches... Das ist so ein Riesenzimmer hier, ey. Das ist unglaublich. Aber das ist nicht unser Hotelzimmer, sondern das da drüben... Oh, ups. Das da drüben ist unser Hotelzimmer und das ist noch 10-mal so groß wie das hier, Leute. Deswegen... Wow. Wirklich krass. Wenn ihr Bock habt, dass wir uns diesen ganzen, dieses ganze Ding hier noch mehr angucken, die ganze Insel meine ich natürlich, wenn wir die ganze Insel hier nochmal angucken sollten, Leute, die ganze Insel ein bisschen inspektieren. Ich kann einfach nicht mehr reden. Es tut mir leid. Leute, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da, das würde mich wirklich interessieren. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Guck mal, da ist sogar ein Golem. Hallo Golem, was geht? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr in eurem Sommer macht oder sowas. Das würde mich auch interessieren. Und ich würde mal sagen, wir verabschieden uns dann schon für heute, meine Damen und Herren. Buddy, ich würde sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Hau da rein, Buddy. Sag tschüss. Sag tschüss. Tschüss.